von Lu Design. Oh, wer hätte das gedacht? Und da wir uns ja immer wieder was Neues ausdenken für euch, habe ich mir gedacht, nehme ich euch doch einfach mal mit in meinen Alltag. Da passiert zwar im Moment nicht so sonderlich viel, aber ich versuche es trotzdem so spannend wie möglich für euch zu gestalten. Ich wollte halt gern das mit dem Vloggen jetzt mal durchziehen, weil, also ich bin so vom Typ, ich habe immer übelst Bock, einen Haufen Sachen zu produzieren. Ich habe Ideen ohne Ende, aber wenn es dann darum geht, das umzusetzen, dann bin ich so ein bisschen so, naja, faul. Und diesen inneren Schweinehund zu überwinden, das ist eine ziemliche Challenge. Und die wollte ich jetzt unbedingt mal angehen. Genau, und deswegen starte ich heute meinen ersten Vlog. Mal schauen, wie lange ich das und wie regelmäßig ich das durchhalte. Genau, ich werde also die nächsten Tage, Wochen, Monate, Jahrzehnte ein bisschen rumprobieren. Und ja, mal schauen, was dabei herauskommt. Das wird sich, denke ich, zeigen. Genau. Los geht's. Erstellt. Das Problem jetzt, wir haben keinen Hintergrund. So, wir haben jetzt doch noch eine Leinwand gefunden. Die gehe ich abholen. In der Hoffnung, dass es dann funktioniert. Nein, ich filme nur mich. So, das Fotoshooting ist ganz gut gelaufen. Ich hoffe, auf der Timelapse sieht man ein bisschen was und nicht nur Light Flashes. Aber es sind richtig coole Fotos dabei. Die Jenny macht hier gerade noch ein bisschen Modenschau. Gehört ja, das gehört dahin. Die hat sehr sexy Sachen an. Genau. Und ich gehe dann später noch in die Slum. Und heute Abend noch Sushi essen. Und die Hose dazu. Und ich denke mal, da werde ich euch auch mitnehmen. Zumindest zum Sushi essen in die Slum. Mal schauen. Ist langweilig. Die Bücherei.